Gehorsam bedeutet, wenn ich jetzt hier einfach in so einer Situation einfach mal einen Sitz verlange. Zorax, Sitz. Sehr schön. Platz. Prima, jawohl. Ne, ist aber anstrengend. Weiter. Ne, oder was weiß ich, wenn man einfach mal sagt. Zorax, halt. Warte. Ne? Sehr schön, mein Freund. Prima. Genau auf diese Szene von meinem letzten Video habe ich einen Kommentar bekommen, der da heißt, warum denn dieser Kasernenton mit einer freundlichen Stimme, geht das doch prima. Wirklich? Das probieren wir jetzt mal aus. Mein lieber Zoraxi, mach doch mal Sitz. Platz. Du sollst mal warten. Warte bitte mal. Zoraxi. Sitz. Irgendwie funktioniert das nicht. So Leute, jetzt mal ohne Quatsch, war ja klar, dass das Ganze nicht funktioniert, weil ich es einfach mit dem Zorax anders aufgebaut habe. Ne? Also er nimmt mich hier überhaupt nicht so richtig wahr, der weiß gar nicht, was willst denn du hier von mir? Und von daher hört auf, irgend so einen Schwachsinn, so einen Nonsens unter irgendeinem Video zu schreiben, ohne dass ihr Hund und Halter kennt. Deinem Hund ist es einfach völlig schnurzpiep, egal ob du singend und tanzend Sitz sagst oder Sitz. Ja, das kommt jetzt halt drauf an, wie du das Ganze aufgebaut hast, weil hier sind wir einfach schlichtweg im Gehorsam, ne? Und hier wird die Betonung, so wie ich das halt sage, wird hier einfach mitgelernt, mitkonditioniert. Das heißt, es fühlt sich vielleicht für dich besser an, aber wenn du Sitz sagst, ist das für deinen Hund nicht höflicher, nicht netter, als wenn du Sitz sagst. Deinem Hund ist das einfach völlig egal. Er befolgt einfach nur dein aufgebautes Signal. Jetzt muss man das Ganze aber auch noch so ein bisschen differenzieren. Jetzt gibt es ja auch noch, wie im letzten Video erklärt, nicht nur den Gehorsam, sondern auch die soziale Ebene. Ich verlinke dir gerne das Video nochmal oben in der Infokarte, kannst du dir gerne nochmal anschauen. Und wenn ich auf der sozialen Ebene bin, hier kommuniziere ich ja über Körpersprache und auch Stimmung. Das ist hier einfach ganz, ganz wichtig. Ne? Und hier macht es tatsächlich schon einen Unterschied, ob ich einfach Sitz sage oder sage Sitz. Man darf nicht vergessen, dass Hunde einfach eine klare, deutliche Kommunikation wollen. Die sind nicht wie wir Menschen, dass man hier um den heißen Brei herumredet, so nach dem Motto, könntest du dich bitte eventuell mal hinsetzen? Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn du den Fremdhund da dir so die ganze Zeit anstarrst. Kannst du dich nicht auch mal ein bisschen benehmen? Kannst du dich nicht auch mal ein bisschen zurücknehmen? Nein, Hunde wollen ja einfach ein klipperklares Nein kommuniziert haben. Und wie mache ich das am besten? Logisch, über die Stimmung, über den Respekt, über Ernsthaftigkeit, einfach klar und deutlich zu sagen, lass den Blödsinn, was du da machst. Und da fühlen sich Hunde auch wohl. Hunde sind keine Menschen. Ein Hund ist nun mal ein Hund und möchte auch wie ein Hund behandelt werden und nicht wie ein Mensch, mit dem ich einfach so reden kann. Ein Mensch kann nicht sagen, hey, du, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut, was du hier gemacht hast, ja. Mit dem Hund kann ich das natürlich nicht machen. Mit dem Hund muss ich einfach sagen, hey, hör auf jetzt, lass das einfach. Und das klar und deutlich. Und dann sind die Hunde auch einfach zufrieden. Und wenn du das Ganze mal lernen willst, auf der sozialen Ebene mit deinem Hund zu kommunizieren, dass du eben nicht nur über Gehorsam, Sitz, Platz, Bleib und was sie alle halt machen, was nicht funktioniert, ja, dann melde dich gerne bei mir. www.matteo-lüderitz.de. Bewirb dich gerne auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Ich coache im gesamten deutschsprachigen Raum und das war es auch schon von mir. Macht's gut, auf Wiedersehen, euer Matteo.